Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Und bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, habe ich noch mal ganz kurz was anzusprechen. Geht ganz schnell, keine Angst. Und zwar werden jetzt wahrscheinlich erstmal in den nächsten 1 bis 2 Wochen weniger Videos kommen als normal. Dann wahrscheinlich nur 1 die Woche und vielleicht auch 2 die Woche. Das sehen wir dann, weil ich zurzeit wirklich sehr stark im Stress bin. Das Ganze wird sich aber widerlegen, so gegen September. Also das ist schon in 2 Wochen. Wird sich das Ganze widerlegen und dann gibt es wieder mehr Videos. Wir haben ja sonst wirklich eine viel größere Anzahl an Videos die Woche, als wir es gerade aktuell haben. Und ich wollte euch jetzt nur mal Bescheid sagen, damit ihr auch mal wisst, warum aktuell sehr wenig von uns kommt. Aber wie gesagt, ihr werdet in der Woche mit 1 bis 2 Videos rechnen können, aber eben nicht mehr. So, dann kommen wir dazu, dass wir bald ein 2000 Abonnenten-Special machen, weil wir bald die 2000 Abonnenten erreichen. Das wird nämlich auch noch kommen. Ich hoffe, wir kriegen das zeitlich hin, weil die Zeit ist mir gerade so knapp. Wenn nicht, kommt es halt später, aber es kommt. Okay, kommen wir zum eigentlichen Video jetzt nach dem ganzen Rumgelaber. Und zwar ist das jetzt eine Top 5 von meinen Lieblingscharakteren. Und Leute, entschuldigt, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmt. Ich nehme das Video gerade komplett so spontan auf, weil ich eben null Zeit habe. Ich werde es auch schön cutten dann für euch, aber ich habe null Zeit, ich sag's euch. Und ich versuche einfach erst mein Bestes dazu tun, um dieses Video zu machen. Also fangen wir an mit den Top 5 von meinen Lieblingscharakteren. Also auf Platz 5 steigen wir direkt schon mal ein mit dem roten Shanks. Rote Shanks ist einfach ein cooler Charakter. Ich habe ihn von Anfang an schon gefeiert, als der Ruffy einfach gerettet hat. Ich sehe ihn mit seinem Arm damals schon. Ich bin da immer sehr emotional, wenn jemand irgendwie einen Arm oder ein Bein verliert oder gelähmt ist, wenn er halt dann einfach was weniger kann als andere. Das finde ich immer sehr traurig eigentlich. Und deswegen hat Shanks sich für mich auch schon emotional ins Hirn gebrannt. An sich ist der Charakter auch einfach episch. Er ist so episch schon allein, als er den Krieg auf Marineford beendet hat. Es war einfach göttlich. Und dann würde ich sagen, war's das von Shanks und dann kommen wir zu meinem Platz 4. Platz 4 ist Sanji. Sanji ist einfach ein mega cooler Charakter. Ich feiere das einfach, wie er drauf ist, dass der immer sich sofort in alle verknallt und einfach dieses Klischee von ihm. Das hat Oda von Anfang an bis jetzt durchgezogen und ich finde es einfach so witzig. Ich mag Sanjis Frisur irgendwie. Seine Augenbrauen machen ihn wegen zu was Besonderem und sein Teufelsbein ist einfach episch. Deswegen ist dieser Charakter bei mir eindeutig auf Platz 4, weil einfach Sanji so viele coole Fähigkeiten hat. Der Skywalk von ihm alleine schon. Die Fähigkeit ist so nützlich in der neuen Welt und ich feiere diesen Charakter einfach auch vom Kochen her. Ich kriege immer so Hunger, wenn ich One Piece schaue und Sanji da kochen sehe. Das gefällt mir einfach mega gut. Okay, kommen wir zu meinem Platz 3. Platz 3 wäre, ja, unser Hauptprotagonist und zwar Ruffy. Ruffy ist einfach der witzigste Charakter mit Abstand. Der witzigste Charakter aus One Piece. Nennt mir einen witzigeren. Schreibt einen witzigeren Charakter in die Kommentare, euch fällt keiner ein. Ruffy ist einfach so mega lustig. Wenn der immer isst und wenn er, keine Ahnung, der ist so naiv und der hat einfach so seine Momente manchmal, wo er dann wieder episch ist, wo er diesen krassen Blick dann drauf hat, aber ich feiere einfach Ruffy, so wie er normal ist, wenn er auf dem Schiff ist und so richtig naiv, witzig und keine Ahnung, da gibt es so viele witzige Stellen. ihr wisst bestimmt, was ich meine. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, weil es so viele gibt. Ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch nachvollziehen. So, auf Platz 2, da haben wir einen Charakter, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und zwar ist es Ace, Puma die Ace oder Portugas die Ace. Ah, das bin ich. Auf jeden Fall ist Ace einer meiner Lieblingscharaktere und deswegen eindeutig auf Platz 2, weil es einfach so traurig war, als Ace gestorben ist. Viele sagen ja, die Flying Lamp war schlimmer als Ace und dass Ace die gar nicht so schlimm fanden. Aber ich fand es so krass emotional. Ich weiß nicht warum. Viele sehen es ja anders, aber ich für mich persönlich finde, es ist eines der traurigsten Stellen in One Piece, als Ace gestorben ist. Das kann jeder für sich entscheiden, aber es ist einfach so meine Meinung. Und dieser Charakter ist einfach so krass. Der hat so viel polarisiert, finde ich. Alleine von seiner Art, der hat er einfach so zerstört. Es war einfach so cool. Ich feiere diesen Charakter einfach. Die Frucht, die Feuerfrucht war auch geil. Aber mir geht es gerade ehrlich gesagt wenig um die Fähigkeiten. Mir geht es gerade eher um die Persönlichkeit der Charaktere. Und ich fand es einfach cool, Ace immer mit seinem, ja, ich werde nichts bereuen. Und ach, das war einfach so cool. So, Platz 1 ist jetzt auch schon eingetroffen. Und auf Platz 1 sind ja bei mir leider 2 Charaktere. Ich konnte mich echt nicht entscheiden. Ohne Müll, Leute, ich konnte mich nicht entscheiden. Zwischen Akainu und Foxy dem Silberfuchs. Ich feiere die in einen Spaß. Ah, aber wieder voll der Gag zwischendurch. Das ist so witzig. Nee, Platz 1, ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Das ist auch, ich weiß nicht, wie lange das jetzt so weilen wird. Wie lange ich jetzt diese Charaktere auf meinem Platz 1 habe. Das kann auch sein, weil es halt in der aktuellen Story so ist. Ich meine, ich lese ja Manga, wie ihr wisst, aber ich schaue mir noch ein Anime nebenbei an. Und so emotional es gerade im Anime ist, so sehe ich auch die Charaktere gerade auf meinem Platz 1. Und zwar sind gerade die Charaktere Corazon, also Rosinante, und Law. Ich feiere die beiden einfach so krass ab. Ich finde es so cool. Ich find Corazon so witzig. Und Law als er klein war, irgendwie fand ich ihn auch so lustig irgendwie. Keine Ahnung. Und Law aktuell, ich finde es einfach cool, wie stark Law geworden ist und wie der kämpft. Und jetzt hatte ich gerade einen kleinen Mikrofehler. Diese Panne ist für auszugleichen. Aber wie gesagt,
Law ist einfach ein mega krasser Charakter und Coruscant auch. Und ich sage euch eins, ich glaube, meine Liste wird sich schon wieder ändern. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache in einer Woche nochmal eine Liste, die wird wieder ganz anders aussehen. Die wird komplett anders aussehen. Ich sag's euch, das ist gerade immer nur sowas, zumindest Feelingssache, wie ich gerade drauf bin und welche Charaktere ich persönlich gerade hype. Und es ändert sich immer wieder, ich sag's euch. Also tut euch nicht so auf diese Liste versteifen, wenn ihr das Video jetzt in einer Woche anschaut, kann die Liste schon wieder veraltet sein. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das Video hochkommt, ob es jetzt noch schneit, ob ich es zeitlich noch schaffe oder ob ich es morgen einfach erst schneit und dann hochlade. Das werdet ihr dann sehen, welches Datum auch immer ist. Heute ist der 16.8. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend noch oder Mittag, wenn ihr es anschaut. Und sage damit IOH, ich bin Portugas und ich bin ein Spast. Tschüss.